Und hopp! Hä? Ja, ding dong, ding dong. Alles in Ordnung, Max? Mein Fehler. Der Baum verliert schon seine Eicheln? Aber es ist doch noch gar nicht Herbst. Oh, ich hätte nicht unter einer Eiche graben sollen. Sonst fällt uns auch was auf den Kopf. Seht ihr die vielen Eichenwurzeln? Das war wirklich nicht einfach, an denen vorbeizugraben. Na, das riecht gar nicht mal so schlecht. Es kommt von da hinten. Was ist das? Das ist ein Trüffelpilz, der ist für die Eiche sehr wichtig. Aha. Und wieso das denn? Weil der Trüffel dem Baum beim Trinken hilft. Trüffel haben viele kleine Fäden, die der Eiche helfen zu essen und zu trinken. Er saugt mit den Wurzeln Wasser aus der Erde und gibt der Eiche davon ab. Ah ja, aber hier ist nur ein einziger Trüffelpilz. Vielleicht ist die Eiche ja deshalb krank. Oh, sie braucht mehr Trüffel, damit sie mehr trinken kann. Können wir nicht Trüffel suchen und sie an die anderen Wurzeln hängen? Ja, gute Idee. Das könnte funktionieren. Aber es ist nicht leicht, sie zu finden. Man muss sie durch die Erde richten. Hey, ich kenn dich doch. Du bist Irma. Hallo, Irma. Nein, ich bin nicht Irma. Ich bin Polly. Irma ist meine Schwester. Ah, ein Trüffel. Lecker. Gut, dass ihr noch mehr suchen wollt. Bitte, ist nur das Braune vom Trüffel, Polly. Die Pilzwurzeln braucht die Eiche. Ich esse nur, was duftet. Ich mag Karotten, Himbeeren, Radieschen. Eicheln sind auch lecker, aber die gibt es erst im Herbst. Eicheln? Davon gibt's oben jede Menge. Oh, Eicheln. Wo kommen die denn alle her? Ja, mitten im Sommer? Der Baum hat sich wohl vertan. Nichts wie her damit. Das wird ein Festmahl. Wo sollen wir nur anfangen mit der Trüffelsuche, Willi? Wie sollen wir herausfinden, wo sie wachsen? Jedenfalls rieche ich sie nicht. Hier duftet alles nur nach Pollen und Nektar. Und Blüten. Hör bloß auf, ich hab vielleicht Hunger.